Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen im November. Jetzt endlich hat das Wetter auch gemerkt, in welchem Kalendermonat wir eigentlich leben. Und die Nacht gab es anständig Frost. Gute 4 Grad minus waren das auf jeden Fall. Und wir gehen mal gemeinsam schauen, wie die Pflänzchen jetzt dastehen. Ich habe ja auch einige frostfeste Sorten. Andere hingegen dürfen jetzt die Köpfe hängen lassen. Unsere rankende Kapuzinerkresse hier in der Benjeshecke steht recht geschützt. Zum einen durch die Hecke, zum anderen auch durch die Bäume, die hier oben drüber ja noch ganz gut davor schützen, dass sich der Reif so niederlegen kann und dann gefriert in der Nacht. Wir haben aber auch Ecken, wo die Kapuzinerkresse bei weitem nicht so geschützt steht. Und da sieht man jetzt auch, dass der Frost sie hier ja kaputt gehen lässt. Die wird auch, wenn die Sonne scheint, vermutlich nicht wieder aufblühen und knackig dastehen. Ich rechne fest damit, dass die dann jetzt ja matschig wird und dann einfach auch ja erfroren ist für diese Saison. Einige der Asiasalate hatte ich hier auch noch mal in die Maurerkübel gepflanzt, nachdem hier die Tomaten, Paprika und Chili rausgewandert sind. Einfach weil das hier auch ein bisschen von der Schneedecke geschützt ist, so dass ich im Winter gut ernten kann. In dieser Kiste haben wir natürlich wieder die Postelein mit dabei. Das ist eine richtig tolle Pflanze. Ich lasse die immer ein paar Wochen, ja, bevor der Wintereinbruch droht, im Kühlschrank vorkeimen, damit die jetzt schon so eine Größe haben, denn die können einfrieren und sobald sie wieder aufgetaut sind, problemlos geerntet werden. Für einen leckeren und knackigen Salat. Die sind schön mild und geben dann auch noch mal, ja, die Abrundung neben den vielen scharfen Sachen, die so schön frostresistent sind. Zu den Salaten und Pflanzen, die ich natürlich auch vorziehe, um sie jetzt schon, ja, auch in der Frostzeit und im Winter ernten zu können, sind die Asiasalate. Das sind kohlartige, da sollte man ein bisschen auf die Fruchtfolge achten, auch im nächsten Jahr, und immer schauen, dass man dann ein bisschen Abstände lässt und die nicht immer auf dieselben Flächen setzt, wo auch vorher so der Blumenkohl war oder der Rosenkohl. Da habe ich den Queen in Snow, den Mizuna, der Mutard Rouge ist wieder mit dabei und der Red Giant. Diese Asiasalate und auch einige andere Sorten scheinen natürliche Frostschutzmittel zu haben, die sie davor bewahren, dass die Zellen aufplatzen, wenn sie gefrieren, so wie das eben bei anderen Pflanzen und empfindlichen Salaten der Fall ist. Deswegen werden die dann matschig und sind dann zum Essen nicht mehr gut geeignet. Einige Sommerkopfsalate stehen hier natürlich auch noch in den Beeten. Da werde ich mal sehen, wenn die Sonne hier drauf fällt und es aufgetaut ist, ja, ob die noch knackig sind, ob die das noch ausgehalten haben. Ansonsten habe ich hier auch überall noch Chinakohl mit dazwischen. Der Radicchio steht hier auch überall noch mit dazwischen. Manche Köpfe sind größer geworden, bei anderen lohnt es sich auch, dann immer mal so ein Blatt in einen gemischten Salat einfach mit abzuzupfen. Auch den Radieschen, den Möhren, dem Meerrettich und auch der roten Beete, so Sachen, die eher in der Erde wachsen, macht der Frost überhaupt nichts. Der Boden ist jetzt auch noch nicht tiefgefroren, sodass wir uns hier auch problemlos da noch Ernte holen können. Den Knoblauch und auch die Steckzwiebeln habe ich wieder jetzt die letzten Wochen und auch gerade den Knoblauch im Gewächshaus noch mal eine Runde erst in den letzten Tagen in die Erde gebracht. Ich habe gute Erfahrungen gemacht mit dem Anbau über den Winter. Da hat man nicht so viel Schädlingsbefall zu befürchten und ich finde es auch schön, sich immer mal so eine Zwiebelröhre zum Beispiel mitnehmen zu können. Und es ist natürlich auch super im zeitigen Frühjahr schon den frischen Knoblauch direkt auch ja mit dem Lauch verarbeiten zu können. Da hat man viel mehr davon. Durch die recht warmen Temperaturen jetzt im Oktober und auch Anfang November ist das auch schon recht groß gewachsen. Letztes Jahr hatte das noch nicht so eine Blattmasse jetzt schon, der Knoblauch und die Zwiebeln. Ich hoffe, dass es mal ordentlich schneit. Das macht denen auch nichts und dient dann ja als natürliche Decke für die Pflanzen. Ein paar Mangoldpflanzen habe ich natürlich auch aufgehoben und noch nicht abgeerntet. Denn der Mangold, wie auch die Blätter der roten Beete, die man natürlich ähnlich nutzen kann, haben mit dem Frost überhaupt kein Problem und sind natürlich nochmal ein dankbares Gemüse, auch in den kalten Monaten. Absolut nicht zu unterschätzen, was die Bereicherung der Erntemöglichkeiten im Winter so angeht, sind die verschiedenen Arten der Kresse. Auch wenn die Kapuzinerkresse so langsam abstirbt bei den Minustemperaturen, steht die Gartenkresse wie hier noch richtig gut da.
Die hält den Frost aus und die bringt uns auch viele Mineralstoffe und guten Geschmack in verschiedenste Speisen mit. Daneben gibt es auch noch das Barbarakraut, die Winterkresse. Die steht hier auch schon bei mir oben zwischen den Erdbeeren. Und unten im Kübel habe ich noch ein älteres Exemplar. Die haben mit dem Frost auch kein Problem und sind ein super Würzkraut in ganz vielen Gerichten. Ja, jetzt, wo die Sonne aufgegangen ist, können wir auch sehen, dass eigentlich alles wieder aufgetaut ist. Die meisten Sachen haben sich erholt. Ich kann jetzt eigentlich keine Verluste erkennen, außer tatsächlich die Kapuzinerkresse. Die ist kaputt gegangen bei dem Frost. Und die anderen Sachen sind so, wie ich auch im letzten Jahr damit gute Erfolge hatte, ziemlich frostresistent. Viele der Kräuter, die ich besonders mag, haben mit dem Frost kein Problem, zumindest nicht, wenn das jetzt kein strenger Frost ist, sondern so wie diese Nacht. Die Petersilie gehört natürlich dazu, aber auch den Thymian und den Rosmarin können wir uns eigentlich im ganzen Jahr frisch aus dem Garten holen. Als frostfest bekannt ist natürlich der Feldsalat und auch der Spinat. Deswegen habe ich da hier auch viele der kleinen Felder damit einfach die Lücken gefüllt. Und dann kann man sich auch, wenn die Sonne drauf schien und alles aufgetaut ist, hier wieder frisch die Blätter holen. Was auch nicht viele nutzen, ist die Gartenpimpinelle. Das ist ja auch so ein recht leckeres Würzkraut, das unter anderem in die Frankfurter Soße gehört. Die blüht hübsch, ist auch eine schöne Bienenweide. Ich finde, die Blätter sind auch jetzt noch ganz lecker und auch weich. Schmeckt so ein bisschen ja, wie Gurke, daran erinnert mich das. Die Gartenpimpinelle, auch nach dem Frost, noch knackig, frisch und verwendbar. Und neben dem Schnittlauch ist hier auch noch der Schnittknoblauch wieder aufgetaut, hat knackig frische Blätter und kann uns als Gewürz und im Salat richtig gut ja, den Salat verfeinern. Im Gewächshaus, wenn hier tagsüber die Sonne reinfällt, zeigt es gute 17, 18 Grad gerade an. Habe ich das Vlies jetzt mal abgemacht, damit das hier nicht noch die Sonne wegreflektiert und ich ja auch ein bisschen auf die Erde fallen kann. Da habe ich ja erst ausgesät, aber die Wasserkresse, der Wassersalat, eine weitere Kresseart, die ich habe, ist hier schon wieder aufgekeimt. Die Kräuter, die man gerade im Winter gut gebrauchen kann, habe ich jetzt ja auch ein bisschen eingepackt, wie den Salbei und hier auch nochmal Lorbeer, Rosmarin. Viele der kleinen terrassenartigen Beetumrandungen hatte ich ja mit Materialien gebaut, die ich hier so da hatte. Unter anderem waren da auch so Schamottsteine dabei, die wir aus einem alten Nachtspeicherofen übrig hatten. Da habe ich jetzt aber die Info bekommen von lieben Nachbarn, dass die zwar für Öfen geeignet sind, aber im Erdboden, im Garten durchaus im Kontakt mit Feuchtigkeit ja, Substanzen absondern können, die wir nicht im Essen haben wollen. Deswegen habe ich die jetzt alle erstmal wieder rausgeholt, werde ich jetzt wegräumen. Hier unten muss ich noch ein paar ersetzen. Das sind wieder so Sachen, da verbaut man schnell Sachen und denkt, man hat es gut genutzt und wusste nicht besser, ja, dass da vielleicht noch was Ungünstiges drin ist, was abgegeben wird. Ja, die Info wollte ich euch gerne noch weitergeben, falls ihr auch auf solche Ideen kommt. Man lernt ja nie aus. Zum Glück waren das nur wenige Stellen, wo ich die gerade benutzt hatte. So, ihr Lieben, dank der vielen frostfesten Salatsorten steht einem schönen Salatbuffet bei uns heute Abend nichts im Wege. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Sonntag und bis zum nächsten Video. Tschüss!